Ja, hallo, ich heiße Jörg Klepper und erzähle euch wieder ein bisschen was über das Thema Essen, Säuren und Basen und wie nett das doch alles bei uns interpretiert wird. Ja, aber ob das auch richtig ist, wollen wir uns das mal angucken. So, zuallererst haben wir ja mal hier eine Tabelle, die aus Basen besteht. Und wenn man sich jetzt die ganzen Bücher, die alle da gedruckt herumschwirren, über was alles basisch sein soll, na, dann muss man sich schon sehr wundern. Denn eines muss man ganz klar verstehen. Säuren haben einen pH-Wert unter 7 und Basen haben einen ab 7 oder über 7. So, und es gibt eigentlich kaum Nahrungsmittel, die eigentlich im Bereich von pH 7 oder 8 oder 9 sind. Aber es gibt Nahrungsmittelzusätze oder Verfahren, die das Nahrungsmittel, das sauer ist, in den Basenbereich zu bringen. Ein einziges Beispiel, ganz einfach. Die Gurke, eine schöne kleine Salatgurke, ist eigentlich vom pH-Wert relativ niedrig, ja, liegt so bei 3, was extrem sauer ist. Und was haben die Menschen auf dem Planeten früher gemacht damit der Gurke? Weil sie das gewusst haben, weil die waren früher viel kluger und viel gescheiter, als wir heute sind, weil heute wissen wir ja gar nichts mehr, wenn es ums Essen geht. Ansonsten sind wir relativ schlau. Wir wissen sehr gut, wie wir einen Haufen Blödsinn gut verkaufen können. Und wer macht das? Das macht die Industrie, die uns einfach einen Haufen Mist verkauft, ja, und die druckt den auch. Und deswegen, ihr kennt das schöne Sprichwort, man lügt wie gedruckt. Und tatsächlich, das ist jetzt, was ich euch sage, das ist kein Witz, das ist nämlich Tatsache, die Gurke ist nicht basisch. Und dann kommt noch dazu, wenn wir die heute im Glas kaufen, dann ist auch noch Essig drin, pH-Wert 1, Gurke pH-Wert 3, dann ein Haufen Zucker, der ja auch nicht basisch sein kann, aber das ganze Glas, vielleicht ist das Glas schön basisch. Ja, ja, mit Sicherheit ist es basisch. Warum? Weil es einen hohen pH-Wert hat. Nur leider können wir es nicht essen. Was haben die Menschen früher gemacht? Vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, gab es keine Salzgurken, gab es keine Essiggurken, es gab eigentlich nur Salzgurken. Und das auf dem ganzen Planeten. Ganz Europa hat es gemacht. Ja, bis hinten nach Russland, Mongolei, Indien, Pakistan, Persien, alle haben ihre Gurken in Salz eingelegt. Und dann kommt plötzlich ein neues Weltwirtschaftswunder daher und erklärt die Gurke mit Essig und Zucker, sie ist basisch. Basisch kann es nicht sein, weil der pH-Wert weit unter 7 ist, es muss sauer sein. Aber, und jetzt nochmal, um die Basen richtig zu erklären, man lernte noch vor geraumer Zeit, in der Ernährungswissenschaft, ja, Ökotrophologie, da wurde das zum Beispiel so dargestellt. Das, was Basen sind, ja, sind eigentlich Säurebildner. Warum? Weil ein hoher pH-Wert muss im Körper Säuren bilden, um auf das Niveau zu kommen, das ich nochmal erkläre. Aber die meisten Nahrungsmittel, die wir essen, liegen in einem sehr sauren Bereich. Was deswegen nicht heißt, dass sie schlecht sind. Denn der Mensch braucht Säuren, er braucht aber auch Basen. Wir brauchen eigentlich sehr, sehr viel. Das heißt, je größer die Artenvielfalt unseres Essens ist, und wo sollte die sein? Auf dem Teller. Und bei der Artenvielfalt auf dem Teller, da sind wir sehr, sehr einfältig geworden. Nicht vielfältig, sondern einfältig. Ein Beispiel, ein schönes großes Schnitzel und ein paar Pommes. Na, das ist sehr schlau, oder? Und das nennt man Artenvielfalt, das nenne ich Artendummheit. Mit anderen Worten, Artenvielfalt, wie es in Asien war, wenn du zum Beispiel ein altes ayurvedisches Gericht bekommst, gibt es ja auch heute noch in Indien einige gute Restaurants, dann hast du mindestens 9 verschiedene Gerichte auf einem Teller, das heißt Thali. Wenn ich in China bin und setze mich in China in ein sehr, sehr altes, gediegenes, gutes chinesisches Restaurant hin, die sich nicht verwestlicht haben, dann bekomme ich mindestens 30 bis 40 Gerichte in kleinen Schalen auf den Tisch gestellt und ich weiß erstmal gar nicht, was das alles ist. Das aber, was da ist, ist die Auswahl von Säuren und Basen und du suchst dir das nach deinem Gutdünken, wie du es gelernt hast, aus. Nur hier haben wir gar nichts mehr gelernt, hier gibt es nur noch Pommes und Schnitzel und die werden dann nun mal rechts oder links dargereicht. Das ist Artenvielfalt. Ist eigentlich ein sehr trauriges Beispiel, wo wir heute angekommen sind. Und das erklärt ja auch, warum so viele Menschen immer kränker werden. Warum? Weil das, was sie essen, nicht annähernd das ist, was der Körper wirklich braucht. So, jetzt habe ich mal Folgendes gemacht.
Ich habe mal hier so eine kleine Basenliste aufgezeichnet, die erkläre ich euch jetzt. Also Basen sind zum Beispiel, wenn wir ein Fass haben, ein Eichenfass haben, das relativ sehr, sehr basisch ist, einen hohen pH-Wert hat. Und wenn ich hier drinnen auch Wein lagere, dann kriegt er das basische Tannin. Ja? Und wenn das lange genug sozusagen die Gerbsäure, die jetzt keine Säure ist, ja, die heißt zwar Säure, aber wenn das diese in den Wein mit hineinkommt, dann verfärbt sich sozusagen auch der Wein und wird nämlich das, was das Holz an pH-Wert hat, pH-Wert 9, Eichen- oder Buchenrinde. Ja? Und es war immer schon im Altertum waren Eichen- und Buchenrinde war Medizin gewesen. So, diese alten Eichenfässer haben aber auch für die Salzgurke gedient. Und jetzt kommt Folgendes. Dann haben wir darin Wasser, Eichenfass und haben relativ viel Salz drin. Die Menge, die da an Salz drinnen ist, die kann sogar bis 3, 4, 5% haben. Und dann gibt man das Gemüse hinein, ja, das wir von einem super biologischen Garten haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass es gesund ist. Weil immer der pH-Wert auch vom Gemüse noch im Säurebereich liegt. pH-Wert so 3, 4 bis 5. Das ist extrem sauer, wenn wir nur uns überlegen, wie gesund die Milch sein soll. Und die hat aber nur einen pH-Wert von 5,5. Da fehlt noch einiges. So, und da sind wir schon bei dem Thema Milchsäure. Alle kennen wir den Begriff Milchsäure. Warum? Weil man früher gewusst hat, wenn ich die Milch gesäuert habe, dann ist sie nicht sauer geworden, sondern dann ist tatsächlich der Milch-pH-Wert über das Gesäuerte, wer macht es? Milchsäure Bakterien sind nämlich im Basenbereich und die bringen sozusagen chemisch, das ist Alchemie, den pH-Wert der Milch als Joghurt oder gestockte Milch oder auch Käse bis auf einen pH-Wert von 8. Und dann wissen wir, warum wir das Wort Milchsäure so haben. Die Inder, die haben Milch nie getrunken, die haben die Milch immer gesäuert und haben in der Buttermilch draus gemacht, was sie in Massen getrunken haben, aber selbst das war ihnen noch nicht genug, sie haben auch noch Salz reingetan und machen das heute noch. So, wenn du also heute einen indischen Lassi trinkst, naja, der ist jetzt nicht mehr ganz der von den sozusagen heiligen Kühen, weil das sind leider schon unsere Kühe, die dort als Milchpulver hin exportiert werden. Und zwar von Australien und Europa und das nennt man dann netterweise Subventionen. Aber was wir dorthin schicken, ist eigentlich Sondermüll, denn Milchpulver ist mit 120 Grad erhitzt und eigentlich diese Eiweiße, diese wertvollen Eiweiße, können nicht mehr ohne chemische Hilfsmittel, also ohne pharmazeutische Enzyme, ja, wie auch Tannine, heute nicht mehr aus dem Barrique des Fasses kommen, auch wenn es draufsteht, sondern sie kommen von unserer allgepriesenen, hochheiligen Pharma. Die macht es möglich. Und deswegen kaufen wir das auch alles. Warum? Weil wir müssen ja eines beachten. Wir müssen beim Essen, ja, und bei der Nahrungsmittelherstellung müssen wir immer sparen. Das ist ganz, ganz wichtig. Früher gab es doch so ein Wort, die Liebe geht durch den Magen. Nein, das stimmt. Das stimmte damals. Heute geht die Liebe bei den Männern durchs Auto, ja, oder durch ihr Business und bei den Frauen durch ihre Schuhe und Kleider, aber niemals mehr durch den Magen. Warum? Weil immer und überall beim Essen gespart wird, aber leider gibt es ja auch keine Intelligenz dazu. Und diese Art der Intelligenz ist, dass man einfach mal versteht, Salzwasser hat einen pH-Wert von 8,5, ist relativ hoch basisch. Und wenn ich jetzt eine Gurke dort hineinlege oder das ganze Fass voll mit Gurken habe, was passiert dann? Ich werde sozusagen die Säuren mit den Basen zusammenbringen. Und weißt du, was das heißt? Dass sozusagen ein Ausgleich stattfinden muss, ein elektronischer Ausgleich. Warum? Weil eine hohe Ladung, ja, von Plus fließt immer nach Minus. Das ist einfach ein einfaches physikalisches Naturgesetz. Haben wir in der Schule gelernt, aber leider vergessen. Nun, diese Gurken werden sozusagen mit dem Salz oder besser gesagt mit den Salzionen aufgeladen. Das dauert eine Weile. Das kann bis zu einem halben Jahr locker dauern. Übrigens, ein bestes Beispiel dafür ist unser klassisches Sauerkraut. Wenn du heute also dir vorstellst, ich gehe jetzt mir mal einen Kohl, schönen Weißkohl oder Rotkohl oder was immer wir für einen guten Kohl vom biologischen Land haben. Und dann frage ich die Leute, ist der gesund? Alle sagen ja. Ja. Der ist noch lange nicht gesund, weil wir haben die Alchemie noch nicht dazu gebracht. Das alchemistische Wissen dahinter ist eigentlich erst das, was den Kohl zur Medizin macht.
Und jetzt müsst ihr mal Folgendes überlegen, und das kennt jeder auf der ganzen Welt. Übrigens, Sauerkraut ist keine Erfindung von uns hier in Europa, sondern das gibt es auf der ganzen Welt. Und was hat man mit dem Kohl gemacht? Man hat ihn eingelegt, schichtweise Kohl und dann wieder Salz, Kohl und wieder Salz. Und wenn man das richtig gemacht hat, Kohl und Salz eingestampft hat, dann war da extrem viel Salz in dem ganzen Eichenfass drinnen gelegen. Und dieses Eichenfass oder aber auch Steingutfass, das wir dort hatten, das alles in verschiedenen Salzschichten sozusagen drinnen lag. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Wenn ich mir überlege an den Kohl, wie viel Salz da wirklich drinnen ist, dann müsste man doch vom medizinischen Standpunkt her absolut jedes Sauerkraut verbieten, weil die Menge Salz da drinnen tödlich ist. Und tatsächlich wäre, wenn wir diesen Kohl mit dem Salzgehalt, den wir in dieses Fass reintun und einstampfen, wenn wir das am Anfang essen würden, was würde passieren? Wir würden absolut krank werden, wir würden es gar nicht verdauen können. Warum? Weil die Menge Salz zu viel ist. Nach aber 3 bis 6 Monaten ist diese Salzmenge plötzlich nicht mehr krankmachend. Warum? Weil das Salz jetzt etwas getan hat, und zwar es hat sich ionisiert. Da muss man ein bisschen was über Physik verstehen, nämlich Salz kann Ionen abgeben und Ionen schaden meinem Körper nicht. Wenn ich aber Salz trocken esse und vor allem dieses schlimme, raffinierte sozusagen Tafelsalz, na, dann habe ich natürlich leider mir die Suppe versalzen und auch den Kohl versalzen. Also mit einem muss man eines verstehen. Wenn die Schulmedizin sagt, Salz ist gefährlich, dann meinen sie das gefährliche Salz, nämlich unser glorreiches Tafelsalz. Warum? Weil es runterraffiniert ist. Und wenn wir aber mehr Salz nehmen, dann können wir wesentlich mehr von dem Salz nehmen, ohne dass es salzig wird. Dann müssen wir allerdings warten. Wir müssen nämlich gucken, dass es sozusagen vom anorganischen Zustand, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Physik, denn das einzige Anorganische, was der Mensch isst, ist tatsächlich nur Salze. Alles andere können wir an Salzen oder an Mineralien für uns nicht aufnehmen. Dasselbe ist mit Mineralwasser. Da sind wir bei so einem Riesenthema. Welches ist das beste Mineralwasser? Eigentlich gar keins. Warum? Weil die Mineralien, die im Wasser sind, die kannst du besser vergessen und die besser hast du nicht drin. Warum? Weil sie nicht organisch sind, sondern weil sie anorganisch sind und für unseren Körper und für die Niere gar nicht resorbierbar. So, warum ist zum Beispiel in Japan in jedem Haushalt unten eingebaut unter deren Spüle ein Umkehr-Osmose-Filter? Was macht der? Der zieht die ganzen Metalle und Schwermetalle und Mineralien, die das Wasser hat, zieht er raus, macht ein leichtes, empfängliches sozusagen Wasser, neutrales Wasser, damit wir das mit dem Essen verbinden können, also kochen, Tee machen, und das kann dann wieder aufgeladen werden. Wir wollen uns ja nicht von anorganischer Chemie ernähren, warum das vielleicht nicht geht, sonst könnten wir auch Sand essen, sondern wir Menschen müssen eins verstehen, wir leben von organischer Chemie und deswegen haben wir die Pflanzen als Vermittler fürs Leben. Denn die Pflanzen sind in der Lage, die anorganische Chemie in organische umzuwandeln und diese essen wir. Auch wenn wir Fleisch essen oder auch der Tiger oder der Löwe, letzten Endes kann er nur organische sozusagen Chemie im Körper verstoffwechseln. So, und deswegen brauchen wir Salz, aber das Salz braucht Vorsicht. Man darf nicht zu viel nehmen und man muss auch immer eins beachten. Die Menge Salz, die wir nehmen können, ist so viel, dass du es nie merkst, aber trotzdem es drinnen ist. Wenn du spürst, es ist salzig, ist es mit Sicherheit versalzen, auch vom gesunden Salz. So, hier haben wir die Salzlake, so nennt man das, eine Lake. Und jetzt kommt noch was dazu. Heute reden ja alle Menschen davon, dass sie übersäuert sind, oder? Oh, ich bin so übersäuert. Eigentlich chemisch gesehen, wenn ein Chemiker das hört, der kriegt dem Wachsen da schon, gleich die Haare stehen ihm im Berg, weil das Quatsch ist. Du bist nicht übersäuert. Genau genommen, wisst ihr was? Vor 50, 70 Jahren, was die Menschen noch vor dem Krieg gesagt haben, wenn sie sozusagen übersäuert waren, ich bin heute ausgelaugt. Und Laugen sind Basen, das wissen wir noch. Also, Lake ist basisch, eine salzige Lake ist eine Lauge. Und wenn ich das ausgekocht habe, und was gab es vor dem Essen? Vor jedem klassischen Essen früher, eine Laugensuppe. Und zwar, entweder war es eine Gemüsesuppe mit Kräutern und Gewürzen drin,
die Minestrone in Italien, die Grießnockelsuppe in Österreich oder einfach nur einen Knochenbrühe, Rinderbrühe, ausgekocht. Wenn wir schwer krank waren früher, weißt du, was es da gab? Dann gab es eine Hühnerbrühe mit ganz vielen Gewürzen und Kräutern und Verschiedenes. Alle diese Sachen, die es sind, hat man da reingetan, hat es 6-7 Stunden ausgekocht und dann hat man nur noch die Brühe getrunken. Warum? Weil sie organische, sozusagen eine organische Lake, Lauge war und die hast du schluckweise getrunken und die hat zu jeder Regenerierung in deinem Körper hat sie dazu beigetragen. Nun, Basen, Salze, Gewürze, Kräuter, Scharfe, Kurkuma und Bitterstoffe, alles das sind eigentlich die Dinge, die im Basenbereich liegen, aber die, von denen wir gar nichts mehr nehmen. Die Gewürze, die kennen wir alle, die Lake, die nehmen wir gar nicht. Warum? Die gibt es nicht mehr. Wir haben nur noch Essig und Zucker in allen Gläsern. Scharf wollen wir auch nicht haben. Dann Kurkuma, das kennen wir inzwischen, das haben wir alle zu Hause, benutzen es kaum. Ja, oder wenn, dann in homöopathischer Dose. Die Bitterstoffe, ja, bitter ist sowieso ganz daneben, außer der Bitterschokolade, da sind wir natürlich wieder freundlich. Ne, zu der gegenüber, dann Tees, die kannst du ganz vergessen, weil die Tees sind allvoll mit Chemie und wenn wir einen richtigen grünen, bitteren Jasmintee hätten, wäre das auch gut. Öle, gute Öle haben auch einen pH-Wert von 7, sind also relativ hoch angelegt. Dann haben wir noch das grüne Chlorophyll, das ist das Allerwichtigste. Das grüne Chlorophyll ist zum Beispiel das, was die Kuh und die anderen, die ganzen also Pflanzenfresser machen. Was machen die eigentlich? Das sind die größten Tiere, die am längsten leben, die eigentlich am wenigsten krank sind. Die fressen nur Gras und weißt du was? Die beißen ständig ins Gras und sterben nicht. So, und die essen einen Haufen grünes Chlorophyll. Das Chlorophyll ist das Blut der Pflanzen. Aber in dem Blut der Pflanzen sind extrem viel wichtige Phenyle und vor allem eines ist ganz, ganz wichtig, was da drin enthalten ist, das ist, dass jeder Atomkern von einer jeden pflanzlichen Chlorophyll-Molekülzelle, weißt du was, das besteht aus Magnesium. Und wenn wir also viel grünes Chlorophyll essen, dann haben wir ganz viel Magnesium in unserem Körper und der wiederum hat eine ungeheure Bindekraft zu was? Zu dem, was wir am wenigsten im Körper haben wollen, nämlich zu unserem CO2. Der bindet das CO2 und dann können wir es ausatmen und je mehr CO2 wir ausgeatmet haben, desto zufriedener und glücklicher sind wir. Warum? Weil die größte tägliche Ausscheidungs Komponente in unserem Körper ist nicht auf die Toilette gehen, ja, sondern eigentlich wie oft wir ausatmen. Das könnte bis zu 14.000 Mal sein am Tag, 24 Stunden, 14.000 Mal ausgeatmet. Und wenn du das schaffst, dass du dafür viel Chlorophyll in deinem Blut gebunden hast, nämlich CO2 gebunden hast, dann bist du auf einer sehr, sehr guten Überholspur. Und das haben wir früher alle gemacht. Deswegen waren die Menschen früher gesünder, weil sie extrem viel Grünes gegessen haben. Das Grüne kommt zwar heute auch noch vor, ja, aber nur noch als Deko. Auf dem Schnitzel liegen 3 kleine Blätter von Koriander oder Petersilie. Macht sich auch sehr gut. Ja. Und dann dazu braucht man noch das wichtigste Thema, das behandeln wir aber nochmal extra, dass nämlich die größte Problematik im Säurebasenbereich ist nicht nur Essen, sondern auch die Psyche und das heißt Stress. Und wer gestresst ist, ist sofort extrem sauer. So, das war es erstmal wieder fürs Erste und vielen Dank. Das Zweite folgt dem Nächsten.